So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Stardew Valley. Ich entschuldige mich schon mal vorab, dass die letzte Aufnahme vielleicht ein bisschen blöd aussah. Das lag daran, dass ich aus Performancegründen mal einen anderen Codec ausprobiert habe, der aber anscheinend, ja, nicht so geil ist wie der, den ich vorher hatte. Der ist zwar jetzt ein bisschen, der lasst zwar jetzt ein bisschen mehr aus, aber dafür sieht es für euch dann im Endeffekt besser aus. So, das nun mal schon mal gleich vorab. Und dann laden wir einmal den Spielstand. Wir waren ja im Winter angekommen. So. Damit beginnt unser erster Wintertag. Wir haben ja noch, müssen noch hier alles aussortieren. Und das ganze Feld ist weg. Alles weg. Das ganze Gras ist weg, das ganze Feld ist weg. Ach, den haben wir noch gar nicht zu Günther gebracht. Dann bringen wir mal einen zu Günther, auf jeden Fall. Ich habe hier noch keine Quarze. Das kann man davon hier mal rausräumen, den da. Habe ich die Quarze irgendwo anders? Hier habe ich die Quarze. Die kommen wir da rein. So. Gunther, hier ist noch kein Gunther. Hier nicht. So. Frozen Tier, Winter Root. Mal hier rein, die kommen mit da rein, die kommen mit da rein. Frozen Geoden habe ich hier auch keinen Platz, dann nehme ich den ganzen Krempel hier mal raus und leg den hier rein. Die nicht, die aber. Das und das und das kommt auch noch da rein. Die Batwings und der Slime kommen hier vorne hin. Weil ich das hier noch fürs Adventurer Bundle brauche. So. Wir haben noch zwei Fried Egg von unserer letzten Höhlentour. Aber für die nächste gibt es ja dann auch Käse. Das kann erstmal beides da rein. Dann gucken wir mal kurz hier rein. So, Winterroot haben wir schon mal eine. Die habe ich doch gerade eben irgendwo abgelegt. Haben wir die Frozen Tier eigentlich schon im Geologisten-Bundle abgegeben? Ja gut, da fehlt uns noch der Feuerquarz. Ich hatte doch gerade eben hier so eine Winter Root irgendwo. Habe ich hier es aus Versehen verkauft? Oder mit hier vorne schon reingepackt? Ich bin gerade mache ich mir Gedanken um mein geistiges Wohlbefinden. Ich könnte schwören, wir hatten so ein Ding eben gerade noch. Habe ich es wohl wahrscheinlich verkauft? Ah ne, da. So, war schon gerade. Ein wenig anders war mir gerade. So, und hier erstmal 10 davon, 2 davon. Davon brauchen wir ja noch eine. Nein, du sollst sie nicht essen, du sollst sie da reinlegen. Das kommt da rein. Oh, wir haben die Hühnerstelle auch aufgelassen. Jetzt haben wir hier auch schon. Jetzt wird langsam auch das Heu verbraucht. Das bedeutet, es war gut, dass wir wahrscheinlich sehr viel vorher gesammelt haben.
war denn das jetzt? Wo hat denn der gemolken? Ach ja, immer nur. Aber es gibt schon goldene Milch, das ist schon mal gut. Das bedeutet immerhin, dass es ein bisschen besser läuft. Das heißt, wir kriegen bald vielleicht doch endlich die Large Milks. So, die Käse behalte ich schon mal gleich im Inventar. Dann kommt das und das erstmal hier rein. Und wir nehmen uns 5 Barren mit. Und machen erstmal die Gießkanne. Die hat erstmal Prio. Nach der Gießkanne machen wir dann die Ho. Ah, da geht die Pam gerade wieder arbeiten. Endlich, ja. Wir haben ja durch unser Bezahlen, ja, dafür, dass wir diese Viecher da bezahlt haben, haben wir ja den Bus repariert. Und das hat uns, ja, jetzt können wir in die Wüste fahren. Bringt uns noch nicht so viel, aber immerhin. Habe ich jetzt den Dings für Gunther dabei? Nee, natürlich nicht. Oh, eine Broken CD. Upgrade Tools. Cooper Watering Can. So, jetzt wird unsere Gießkanne erstmal verbessert. Damit können wir dann in einem höheren Umfeld quasi die, ja. Ach, das Fest, da wird das Festessen des Wintersterns am 25. stattfinden. Ja, das ist, da gibt's dann so ein Secret Center. Da kriegen wir aber noch rechtzeitig mitgeteilt, wer unseres wird. Und da müssen wir dann mal gucken, je nachdem, wer es ist, was wir der oder diejenigen dann kaufen. Und ja, oder was wir, ob wir halt irgendwie was Passendes noch da haben. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal uns umgucken und ein bisschen suchen. Und deswegen habe ich die Ho noch nicht gemacht. Weil es hier auch immer noch die Bücher gibt. Das sind andere kleine Dinge. Wir müssen jetzt natürlich erstmal wieder. Den ersten Wintertag gehen wir noch nicht in die Höhle. Wir machen erstmal andere Dinge. Zum Beispiel mehr Eisen. Denn Eisen brauchen wir auch, um unsere Tools dann auf die nächste Stufe abzugraden. Was ich zumindest mit der Hoe vorhabe und der Gießkanne vorhabe. Weil wir die öfters brauchen werden. Oder mal schauen, ob ich das Zeug dann einfach dafür verwende, Sprinkleranlagen zu bauen. Was kosten die eigentlich? Ein Iron, ein Gold und ein Refined Quartz. Also, da wir noch nicht mal annähernd in der im Goldtier sind, müssen wir noch unbedingt tiefer in die Höhle. Es hilft alles nichts. Und wenn wir tiefer in der Höhle sind, kriegen wir dann noch mehr Zeug. Ah, guck mal, ein Snow Yam haben wir schon. Das heißt, wir haben schon
Uns fehlen nur noch zwei suchbare Items. Oh, ein Gunther-Artefakt. Es fehlen halt nur noch zwei so Foraging-Items. Dann haben wir das nächste komplett und dafür gab's Bridge Repair. Nehmen wir welche Brücke? Werden wir sehen. Holly, war die auch hier dabei? Nee. Krokus und Crystal Fruit fehlen noch. Holly war nicht dabei. Aber nun gut. Immerhin zwei Stück haben wir schon. Gucken, ob irgendwas am Strand angespült kam. Aber ich glaube eher nicht. Ja, ist zumindest nochmal so ein Teil. Was ist das? Eine Nautilus Shell. Die kann ich nicht zufällig reinkleben, nee. Schade. Ich glaube, das ist so ein Gunther-Ding, aber das haben wir schon abgegeben. Sonst wird er ja stehen, Gunther kann dir mehr erzählen. Wow, ein Stein. Ne, zwei sogar. Und noch ein Buch. Die bringen leider relativ wenig, also... Sprich... Mit wenig meine ich, man kriegt keinen Reward irgendwie dafür, wenn man die Library wieder aufpäppelt. Was ich ein bisschen schade finde, wenn ich ehrlich bin. Weil wirklich viele Informationen halten diese Bücher auch nicht unbedingt bereit. Und so haben die eigentlich eine recht niedrige Existenzberechtigung. Oh, wir brauchen wieder neue Köder, stimmt. Da war ja was. Ich sollte echt öfters spielen, ne? So, den Fisch nehmen wir mit nach Hause, dann kriegen wir auch den Schatz. Ein Feuerquarz. Den bringen wir nicht zum Günther. Die Glasschatz können wir schnell zum Günther bringen, wenn er noch da ist. Ebenso wie das Ding da. Den Kaustab da. Aber den Feuerquarz. Ich weiß zwar, dass wir davon noch mehr kriegen, aber den bringe ich erstmal oben ins Gemeindehaus. Und wenn mich das Bundle auch schon voll. Donate. Und Donate. Ist hier eine Nautilus Shell irgendwo? Nö. Dann existiert die wirklich nur zum Verkaufen. Den Fire Quartz will ich noch nicht abgeben. Der hat es mehr verdient, ins Gemeindehaus zu kommen, der erste. Wir werden in der Höhle, wenn in tieferen Gefilden, noch ein paar mehr davon finden, also keine Sorge. Jetzt passt dir das Ingame-Wetter endlich mal zum RL-Wetter. Obwohl hier in Berlin gerade kein Schnee liegt. Also zumindest bei mir. In manchen Teilen liegt Schnee. Das ist sehr witzig. Hast du im einen Teil von Berlin hast du irgendwie so einen Zentimeter Schnee. Während ein paar Kilometer weit weg, ja, 20 Minuten mit der Bahn, haben sie paar mehr Zentimeter, weißt du? So, was gibt's? Omnigeoden. Was ist das? Da fehlt uns noch der Goldbarren. Und da das.
Die 10 haben wir bestimmt schon, aber wir haben noch keine 99 Slimes. Aber 5 Omni-Geoden ist schon mal super. Und je schneller wir mit dem Bundle durch sind, also je schneller wir das Gold haben und die Monster-Loot, desto schneller haben wir dann die Minecarts repaired und können uns deutlich angenehmer fortbewegen. Es ist der Weg dann zur Mine zum Beispiel nicht mehr so weit. Ich lege das Zeug erstmal hier ab. Die Winter Root, die Snow Yam. La la la, der Rest, die zwei, das da, das da, das da, das da, das da, kann erstmal alles da rein. Da drüben kommt noch mehr. Hier innen vielleicht noch Milch und Eier. Ja, normaler, ne? Ja. Heißt, wir können gerade auch noch mal neuen Höhlenkäse produzieren. Sehr schön. Boah, es wird Zeit. Ich brauche dieses eine Gerät. Den Recycler. Boah, mit den Geoden, wenn wir mal einen Glückstag haben, müssen wir mal unbedingt dem guten Clinton-Besuch abstatten. Weil das könnte einiges an Kohlen geben. So, wir haben jetzt keinen Iron Ore mehr, das heißt, morgen gehen wir mal in die Höhle. 56, ja, da fehlen noch ein paar. Vielleicht kriegen wir eins von den anderen Dingern, die wir gebrauchen können. Oh, Living of the Land, der Weather Report ist mir eigentlich relativ. Das ist doch da, wollte ich hin. So. 16 Käse schon mal einpacken. So viel werden wir niemals brauchen. So, Sleep for the Night. Na, immer ein bisschen was an Kohle. Ist ja nicht so viel wie an einem normalen Tag. Aber immerhin haben wir ein bisschen was gekriegt. Und ja, wir kriegen ja immer mehr durch die Mayonnaise. Ich meine, wie gesagt, Winter ist nie der profitabelste aller Monate. Oh, da ist ein Brief. A Squid. Die sind schwierig, glaube ich. Und Winter Nights. Nice, wir haben schon ziemlich viele davon jetzt. Oh, die zwei können erstmal wieder da rein. Davon haben wir auch nicht mehr so viel. Wollen wir gerade nochmal. So, dann zu den Hühnern. Ich habe ja noch nicht die automatischen Feeder. Oh, nice. Gab's ja nur drei Eier heute. Aber dafür eins mit Premium-Qualität. Das muss auf jeden Fall in die Aufhebekiste. Das mache ich schon mal gleich. Weil das bringt Kohle. Das ist ja geil. Premium-Ei. Das ist die höchste Stufe, die es gibt. Später im Spiel kann man da das auch selber noch herstellen bei Wein und